Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Ich habe ja mal einen kleinen Aufbau gemacht. Ja, so richtig kann ich das euch auch noch nicht erklären oder beschreiben, was weiß ich. Dazu muss ich selber mal noch ein paar Messungen und so machen. Es ist wirklich hier mein, ja, ist der zweite Aufbau, aber ihr seht jetzt alles mit Krokoklemmen und es ist halt echt gerade so aufgebaut. Und ich habe festgestellt, mein Multimeter habe ich vergessen. Das ist scheiße. Ne, das ist egal. Und zwar ist es im Grunde genommen ja, eine Mischung aus Bedini, Capanate, Don Smith, Aquila und so weiter und so fort. Bedini natürlich auch, ist an der Stelle zu erwähnen. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich da festgestellt habe. Also ich habe hier ein Labornetzteil, da gehen wir jetzt mal auf, oh, ich weiß es jetzt gar nicht, 8 Volt oder so. Schalten das mal an und ihr habt jetzt schon gesehen, die LED hat geblinkt. Unser Setup ist jetzt quasi so, das ist einfach eine LED, die schwingt. Nehmt das jetzt mal so hin. Das lasst euch hier nicht ablenken von 230 Volt oder so. Das ist erstmal egal. Hier seht ihr eventuell, dass diese LED ganz leicht, oder mal, das kann man richtig zuhalten, ganz leicht leuchtet. Ne? Wir sind ja bei ca. 8 Volt. Und ja, Micha, ne? 8 Volt. So wenig leuchten, ne? Wirst du Bescheid. Ne? Das ist eine andere Sache. Egal. Auf jeden Fall ist es jetzt so, wenn ich jetzt, manchmal klappt es, wenn ich es anschwing. Okay, klappt nicht. Okay, klappt nicht. Muss ich noch ein bisschen mit der Spannung hoch? Ja, sagen wir mal 9 Volt Eingang ungefähr. Und hier haben wir jetzt 8,6 Volt. Ne? Und ich kann jetzt die Lampe rausnehmen, einfach abklemmen und dann gucken wir mal, wie viel Spannung die LED dann hat. Ne? Also das ist jetzt, wenn ich nicht die Lampe betreibe, hat die LED die Spannung. Wenn ich jetzt die Lampe wieder ranmache, wird die eben langsam heller, wenn man jetzt mit der Spannung hochgeht. Ist das Ganze auch noch, ist schlechter zu sehen, aber ich glaube an der Spannung ist mehr. Mal gucken, ob wir das drauf kriegen. 9,3. Ja gut. Naja, ist ja nicht die optimale Wicklung, ist ein Testaufbau, wie gesagt. Das Interessante ist, dass hier irgendwie, ich fahre jetzt mal das Ostsee hoch, dass hier irgendwie eine Doppelschwingung da ist oder sonstiges. Ist natürlich alles Messfehler und so, ist klar. Ja, die, keine Ahnung, es ist halt eine Kombination aus mehreren Sachen. Wie gesagt, ich würde jetzt, der nächste Schritt ist, dass wir eben mal genau messen, was, also die Frage, die jetzt noch besteht, ist, diese 0,2, die ich jetzt, das seht ihr jetzt halt schlecht, wenn ich ein bisschen weiter runter gehe, dann sieht man das auch besser. Gott, jetzt blinkt die LED. Achso, ja, ich muss noch ein bisschen hoch, dass er halt auch angeht. Ne, wenn wir jetzt sagen, wir sind jetzt hier bei 8,4. 8. Also 0 Ehen ist es jetzt in dem Fall. Wie gesagt, das Setup, ich habe ja noch eine andere Spule getestet und so, das ist nicht ganz so optimal. Jetzt passt mal auf, was das ein oder andere Besondere ist an diesem Ding hier. Wie gesagt, das sind so scheiß Messfehler und so, ist klar. Also ihr seht hier, einfach über der Wicklung, die ich gemacht habe, das Ostsee drüber. Ich kann vielleicht, damit ihr das noch ein bisschen besser seht, dunkel machen. Noch ein bisschen ranzoomen. So, ja, das ist so ungefähr, was ich sehe. Ja, das kommt hin. Na? Genau. Und da ist jetzt, wie gesagt, es ist noch ein Testaufbau. Da ist noch nicht 100%, was eigentlich sein, was ich testen wollte. Das habe ich jetzt einfach nur so mal rausgefunden. Und jetzt kommt Folgendes. Wenn man jetzt die Wicklung, habe ich die überhaupt angeklemmt? Ja, moin. Die ist gar nicht angeklemmt. Gut, das reißt aber jetzt auch nicht so sehr raus. Ich will mal gucken, ob ich das euch vielleicht nochmal zeigen kann. Also wenn ich die, wir müssen jetzt mal auf den Bereich hier oben achten. Ja gut, ich denke, das wird über Video nicht so rüberkommen. Ich guck mal, ob man das auf Video sieht. Doch, wenn man genau hinguckt, an, aus, an, aus,
Ne, das ist ganz minimal, wie gesagt, ich schwöre euch, das zu zeigen. Ich versuche es jetzt nochmal, indem ich das Kameralicht zuhalte. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser zu sehen. Moment, dran, ab. Ne? Dran, ab. Also hier oben in dem Bereich, diese ja, Verstärkung, die ihr da seht, das ist eben die Wicklung. Das ist schon interessant. Und ihr seht schon an dem Signal hier, ne, also ich kann jetzt hier, oh, hier ist der Trigger von dem Ostziehen. Wir können jetzt mal, ich gehe jetzt mal ganz Anschlag links und drehe jetzt ganz vorsichtig den Trigger einmal die Runde rum. Da haben wir hier so, ja, ganz komisches Signal. Mal weitergehen, zieht das irgendwie auseinander. Da haben wir wieder, was weiß ich, wie viele Signale. Ne? Und wenn wir jetzt weiter drehen, es wird nicht besser. Ne? Also ich krieg's gar nicht getriggert. Guck dich mal hier. Guck dich das mal an. What the fuck, Alter? Ne? Machen wir weiter. Also wenn ich jetzt hier, ich kann auch eben mal schnell hier triggern. Ne? Das funktioniert nicht, Jungs. Und guckt euch mal das Signal an. Das ist ja keine Ahnung, Schwingung mit Gleichstrom drinnen, ne? Mal gucken, vielleicht kriegen wir es hier getriggert. Keine Chance, Jungs, guckt euch das mal an. Ne, und jetzt mache ich noch, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, hier, der Ostsee ist klar, ist alles Messfehler und Ostsee ist kaputt und so, ne? Für die anderen, tun wir jetzt mal schnell das Ostsee an den Kalibrierkopf ranmachen. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Ostsee nicht geht. Ist das mit drauf? Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht mit drauf. Ne? Ich habe jetzt so schnell hier den Kalibrier-Ding von meinem Ostsee rangemacht, damit eben das ausgeschlossen ist. Also, es ist interessant, sau einfach. Und wir gucken uns jetzt nochmal an. Ich will doch noch was dazu sagen. Wie gesagt, lasst mich mal bitte noch ein paar Messungen machen und so, dass wir uns sicher sein können. Und ja, ich denke, weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Hier hat er jetzt mal was getriggert. Aber absoluter Frequenzsalat, Jungs. Jetzt sehen wir hier irgendwie eine. Ich raff's auch nicht mehr, ne? Also das kann ich, weiß ich auch nicht, was jetzt hier abgeht. Ich denke, ist nur eh ein Teil der Sache, ne? Engi, fuck you. I know it. Ich kann jetzt quasi den zweiten Teil der Wicklung auch abmachen. Das ändert nichts mehr. Doch, hier sieht man es schön. Och, Jungs. Achtung. Zweiter Teil der Wicklung. Sieht man das auf der Kamera? Ja, ich denke, das ist... Ach, guck mal, Micha. Habe ich noch eine Einstellung gefunden hier. Wo man's da... Jetzt seht ihr, hier ist heller. Das heller werden bedeutet, da ist mehr da. Wie viel und was genau, das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Aber das ist schon interessant hier, Jungs. Guck dich das mal an. Was dich hier zwischendrin abgeht. Ne? Naja, gut. Ich denke, das ist erstmal ein Punkt. Genau, wir machen jetzt noch irgendwas. Zeige ich euch jetzt noch. Also ich zeige euch jetzt, warum. Was da die Erhöhung ist und was nicht. Ne? Hier sieht man es jetzt nicht mehr. Dran, ab, dran, ab. Man sieht es, wenn man genau hinguckt, sieht man es. So, passt auf. Jetzt mache ich mal das Licht wieder ein. Und ihr guckt mir jetzt mal auf die Finger, was ich jetzt mache. Ne, also ich lasse jetzt Labornetz sein und so, das lassen wir alles, bleibt alles dasselbe, Abstimmung hier. Und wir gehen mal an das an die Wicklung ran. Ne? Also wir haben ja, also das ist eine Joule-Tief-Wicklung. Ich mache jetzt mal das Ostsee, muss ich jetzt mal abmachen hier, das nützt ja jetzt nicht. Ne? So. Und da ist ja Anfang, Ende und bliblablub. Und da ist jetzt quasi so, dieses nochmal oben drauf, ne, was ihr gesehen habt, wenn ich das ranhalte, das geht nur, wenn man die Wickelrichtung beachtet. Wow, nein! Nein, 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 nicht rüberfallen. Ah. Ja, du kannst rüberfallen. So, jetzt hoffe ich mal, dass alle Kabel noch dran sind. Nein, jetzt ist es schon ausgegangen. Ach, Mist. Das hab ich schon jetzt gemacht. Achso, nee. Ich habe das Kabel abgemacht.
Das müsste theoretisch hier ran. Ja, genau. Aber das habe ich ja hier. Okay. Jetzt ist das Kabel hier auch ab. Och, Mensch. Das war so nicht geplant. Entschuldigung. So, müssen wir jetzt mal glauben, dass ich jetzt nichts verändert habe. Ne? Also gut, ich habe jetzt keinen Schnitt reingemacht oder so. Also, ist einfach nur mal kurz umgefallen. Entschuldigung. Ich klemme es nochmal an. Ach so, nee, die LED brauchen wir ja doch. Huch, Moment. Ach, ich bin doch ein Heinz, ne? Das Kabel, das wird für die LED hier. So, und die LED wieder ran. Wo ist jetzt das zweite Kabel? Ach, haben wir keins. Ach nee, das ist mit runtergeflogen. Hier ist es, sorry. Naja, seid doch mit dabei hier, ein bisschen basteln. Ich habe 3 Wochen an dem Mist rumgemerkt. Nur noch da jetzt mal ein paar Minuten. Opfert, ist nicht so schlimm. Gut. Jetzt seht ihr das hier wieder, LED leuchtet, jetzt haben wir wieder das Setup. Ne? Wie gesagt, war mir einfach nur runtergefallen. So, und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Haha. Jetzt klemme ich einfach ab. Wie gesagt, müsst ihr mir jetzt mal glauben, dass der Effekt, habt ihr jetzt am Ostsee gesehen. Ich klemme das jetzt einfach um und dann versuch mal den Effekt wieder zu machen. Müsste ja gehen. Ne? So, das heißt, ich mache jetzt die, von der Windung sind ja 2 Drähte zusammengeklimpert. Ne? Jewel-Thief-Style. Ich mach's mal so, dass ihr das halbwegs nachvollziehen könnt, was ich jetzt wirklich hier mache. Ich hoffe mal, das ist auf dem Video sichtbar, dass ich eben jetzt Anfang-Ende offen mache von der Spule und die anders verschalte. Einfach nur, ne? Kennt ihr ja bestimmt, wenn euer Jewel-Thief nicht läuft, ne? Die ganzen Jewel-Thief-Bauer, die wissen jetzt Bescheid, was ich gemacht habe, dass ich einfach Anfang-Ende getauscht, weil... Ja, ich sag jetzt mal, wir gehen jetzt davon aus, es hätte nicht geschwungen. Also beim Jewel-Thief ist tatsächlich der Effekt, dass es dann gar nicht schwingt, wenn ihr das falsch anklemmt. Das, was ich euch jetzt zeige, das ist der Hammer. So, passt auf, jetzt müssen wir das erste wieder anmachen. Achso, erstmal testen, ob es noch geht. Ne, Spannung steigt, jawohl, funktioniert. So, dann wieder hier ein Plus ran. An die Wicklung unser Minus. So, und jetzt versuche ich, dasselbe nochmal zu machen. So, dasselbe nochmal zu machen, was wir vorhin gemacht haben. Ne, wie gesagt, es ist derselbe Aufbau jetzt. Und ich tue jetzt die andersrum gewickelte Wicklung, sage ich mal, wieder dazuschalten. Also, die ist noch nicht mal drin. Und wir gucken jetzt nochmal aufs Ostsee. Ich mache jetzt auch wieder das Licht aus. Obwohl, jetzt haben wir ja die Einstellung, wo es vor uns so schön sichtbar war. Ne? Da hat man ja hier oben schön... sichtbare Spitzen. Wenn ich jetzt auf das Display gucke, also ihr seht keine, ganz minimal, warte mal, ich mache das Licht aus, da sieht man das vielleicht ein bisschen besser, also ganz minimal sind hier schon ein paar kleine Hutschelchen, ne? Ich denke mal, das sieht man auf dem Video, okay. So, und wenn ich jetzt das mache, was wir vorhin gemacht haben, aber mit anderer Wicklung, sage ich mal, kann ich hier, also ihr hört es hoffentlich, ich tue jetzt hier gerade, wartet, guckt mal, du jetzt hier Kontakt machen und ja, also meiner, wenn er mich fragt, ich tue jetzt das Kameralicht noch mal zuhalten. Also hier ist absolut, ob ich an oder ausmache oder was, ich keinerlei Veränderung, ne? Ja, und ich denke, damit ist sie mal ein Indiz, also das ist jetzt noch nicht 100, wahrscheinlich ist es schon ein 100%iger Beweis, aber für mich ist es erstmal Indiz, dass eben das mit der Wicklung ja eben doch interessant ist. Ne? Also für die Jewel-Thief-Bauer, ich meine jetzt nicht, ob das läuft oder nicht. Das ist immer Anfang, Ende. Ne? Müsst ihr halt tauschen. Das war so ähnlich. Ich warte jetzt einfach mal ab, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, es ist halt sau unübersichtlich hier und alles. Keine Ahnung, aber ich denke, dass hier die, dass ich hier zeigen kann, dass die Wicklung eben sehr entscheidend ist vom Jewel-Thief. Auch wenn jetzt so viele noch nicht wissen, was ich meine. Ich plane dazu auch ein Video. Ne? Aber ich habe das Video, Jungs, die ganze Zeit nicht gemacht. Ich bin da schon seit über einem halben Jahr dran, sag ich mal. Weil ich eben das nicht sehen konnte. Ne? Und jetzt konnte ich euch das mal zeigen. So, und jetzt können wir auch das Video machen. So, ich habe aber jetzt noch ein anderes Video schnell zu machen. Mit dem E-Auto. Und ja, dann müssen wir halt mal gucken. Also das Prinzip ist halt, ja, im Grunde genommen Splitting positiv. Mit einer Jewel-Thief-Wicklung, sage ich jetzt mal.
Und das Ganze, die Lampe steht jetzt hier für unseren Schwingkreis. Na? Also ob ich die, also wenn ich jetzt die Lampe quasi betreibe, dieser Futzelchen, was ich hier oben drauf kriege, sage ich mal, das könnte umsonst sein. Weiß ich aber nicht. Ne? Wenn es ist, es dann natürlich Messfehler, ist klar. Aber ja, ich denke, da sind wir schon auf dem richtigen Weg, sage ich jetzt mal. Ne? Sind die Kundenexperimente. Ich habe ein bisschen Probleme, euch alles zurzeit zeitnah zu zeigen. Ne? Also da kommt noch ein bisschen mehr. Hebt euch euren Hate auf. Das ist nur der Anfang, Jungs. Tschüss. So, ich versuche jetzt mal noch einen kleinen Zusatz. Wir machen das Labornetz da mal aus. Und, also das ist ein selber gebautes Labornetzteil. Also meine Labornetze sind alle selber gebaut. Aber da gibt es schon Unterschiede. Und da ist mir was aufgefallen, weil ich wollte den Mischa online ein bisschen was zeigen hier von der Schaltung. Ne? Vielen lieben Dank, Mischa, für die Zeit, die du investierst, diesen Wahnsinn hier mit mir auszuklamüsern, was das nun ist und so. Und bibabib, das ist schon, ja, Arbeit, ne? Das ist kein Vergnügen mehr. Huch! Was? Moment. Hä? Was habe ich denn jetzt? Ah! Ösi ist noch dran. Ne? Mit dem Ding kann ich... Ich mach's nochmal kurz. Weil ich jetzt das Ösi dran habe, ist eben die Verbindung übers Netz, weil das hier nicht getrennt ist, richtig die Kiste. Gut, ist aber erstmal egal. Wir machen jetzt im Grunde genommen dasselbe nochmal. Und... Ah nee. Nee, das kann ich euch. Leider. So nicht zeigen. Ah doch. Ich weiß nicht, ob das. Oh. So, na, ihr seht das jetzt, ich muss schnell ausmachen. Ich mache jetzt das Labornetz aus, beziehungsweise ziehe hier ab. So. Und seht ihr das? Also das spinnt jetzt locker ein paar Minuten nach, sage ich mal. Ne? Sind wir bei 19? Ich drehe hier nicht rum, hier sind meine Hände, ne? So, und wenn ich jetzt mal einen Kurzschluss mache, kurz auf das Ding. Ja, will ich euch noch mit auf den Weg geben. Ne? Hashtag Messfehler.